Herzlich willkommen beim nächsten Video der Flood Akademie. Heute zeige ich euch, wie Spiralbohrer grundsätzlich aufgebaut sind, wie diese funktionieren und welche Arten von Spiralbohrern existieren. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Es gibt sehr viele verschiedene Anwendungsfälle, bei denen Bohrungen mit unterschiedlichsten Anforderungen hergestellt werden müssen. Es ist zum Beispiel ein großer Unterschied, ob wir eine Bohrung in einem hochvergüteten Stahl oder in eine weiche Kupfer-Zinnlegierung einbringen möchten. Daher wurden in der Vergangenheit verschiedene Bohrer und Bohrwerkzeuge entwickelt, welche für die bestimmten Anwendungsfälle spezialisiert sind und hier optimale Fertigungsergebnisse erzielen. Zuerst müssen wir das große Gebiet der Bohrer erst einmal ein wenig eingrenzen, denn ganz grundsätzlich können Bohrer im ersten Schritt nach dem zu bohrenden Werkstoff eingeteilt werden. Denn es ist wahrscheinlich jedem von euch klar, dass Bohrer für Holz ganz andere Anforderungen erfüllen müssen als zum Beispiel die Bohrer für Gestein oder Metalle. Aber da unsere Kunden und Zuschauer an Tisch und Säulenbohrmaschinen vorzugsweise Metalle bohren, möchte ich heute insbesondere auf die Spiralbohrer für Metalle eingehen. Spiralbohrer für Metalle sind in der Regel aus HSS, also Hochleistungsschnellarbeitsstahl oder Hartmetall gefertigt. Der Aufbau der üblichen Spiralbohrer hat sich in den letzten Jahrzehnten bewährt und wurde somit nicht mehr maßgeblich verändert. In der oberen Hälfte besitzt der Bohrer einen Schaft, welcher in der Regel zylindrisch für Bohrfutter oder konisch für Morsekehlaufnahmen ist. In ganz speziellen Ausnahmen ist er auch als zum Beispiel Sechskant ausgestaltet, für zum Beispiel Anwendungen im Akkuschrauber. Diesen Schaft können wir aber an dieser Stelle vernachlässigen. Mithilfe des Schaftes kann der Bohrer in das Bohrfutter oder in der Maschine eingespannt werden. Er dient also zur Momentübertragung, also Kraftübertragung zwischen der Maschine und dem Bohrer selbst. In der unteren Hälfte besitzt der Bohrer den Schneidteil. Der mittlere Teil des Bohrers besteht aus die zwei sogenannten Sparnuten, Führungsphasen und Nebenschneiden. Die Sparnuten sind für den Abtransport der Späne aus der Bohrung verantwortlich. Die Führungsphase dient zur zusätzlichen Führung des Bohrers innerhalb der Bohrung. Und die Nebenschneide schneidet verkantete und verklemmte Bohrspäne zwischen der Bohrungswand und des Bohrers ab und löst diese somit. Kommen wir zu der Bohrerspitze, welche den komplexesten und wichtigsten Teil des Bohrers darstellt. Wir haben hier mittig die Querschneide, welche quer über den Bohrkern verläuft. Die Querschneide ist unerlässlich, denn sie zentriert den Bohrer und ist für das Eindringen in den Werkstoff verantwortlich. Viele denken, dass die Querschneide das Material wirklich schneidet. Eigentlich ist die Querschneide aber gar keine richtige Schneide, denn sie verdrängt den Werkstoff lediglich. Geschnitten oder zerspannt wird an dieser Stelle überhaupt nichts. Durch den axialen Druck und die entstehende Reibung und Wärme wird das Material zu den beiden Hauptschneiden verdrängt, welche direkt an der Querschneide angeordnet sind. Die Hauptschneiden übernehmen die eigentliche Zerspannungsarbeit, also das eigentliche Bohren. Das verdrängte Material aus der Bohrungsmitte und das gesamte restliche Material wird von diesem Schneiden zerspannt, also abgetragen. Als Beispiel, sodass ihr euch das mal vorstellen könnt, beim Bohren mit einem eingestellten Vorschub, also mit einem automatischen Vorschub von zum Beispiel 0,25 mm, nimmt jede von diesen Schneiden 0,25 mm des Materials pro Umdrehung ab. Hinter den Querschneiden befinden sich die Freiflächen. Die befinden sich hier. Diese sind so hinterschliffen, dass diese den Bohrungsgrund nicht berühren. Somit entsteht weniger Reibung und mehr Druck auf der Querschneide und auch auf den Hauptschneiden, was ein leichteres Eindringen in den Werkstoff ermöglicht. Das waren nun alle wichtigen Bestandteile eines Spiralbohrers. Bevor wir zu den Bohrertypen kommen, zeige ich euch noch kurz einmal die Werkzeugwinkel eines Bohrers und deren Bezeichnung. Also, wir haben viele verschiedene Winkel an diesem Bohrer, angefangen mit dem Freiwinkel. Der Freiwinkel ist entscheidend für die Freifläche. Ohne den Freiwinkel würde die Freifläche an den Bohrungsgrund reiben und wir hätten dort einen hohen Verschleiß und hohe Wärmeentwicklung. Das zweite ist der Keilwinkel. Der Keilwinkel ist wichtig für den Schneidkeil. Je größer der Keilwinkel, desto stabiler ist der Schneidkeil und desto später brechen zum Beispiel Teile aus der Hauptschneide aus, weil die Hauptschneide einfach viel stabiler ist bei einem großen Keilwinkel. Ansonsten haben wir noch den Spanwinkel. Der Spanwinkel ist dafür zuständig oder beeinflusst das Eindringen in den Werkstoff und das Schneiden des Werkstoffes. Je weicher
der Werkstoff ist, den wir bohren möchten, desto größer kann auch der Spanwinkel sein. Nun kommen wir zu den verschiedenen Typen eines Spiralbohrers. Denn je nach Anwendungsfall werden verschiedene Spiralbohrer eingesetzt. Nach der DIN 1836 werden Bohrer nach Anwendungsgruppen aufgeteilt und somit in drei verschiedene Typen. Das wären der Typ W, der Typ N und der Typ H. Der Typ W wird bei weichen, zähen und langspannenden Werkstoffen verwendet. Das ist dieser Typ. Typ N-Bohrer werden für Werkstoffe mit mittlerer Härte und Festigkeit eingesetzt. Das ist dieser Bohrer. Das wären zum Beispiel unlegierte oder niedrig legierte Baustellen. Bei harten, zähharten und kurzspannenden Werkstoffen wie Hartguss oder hochlegiertem Werkzeugstahl werden Bohrer des Typs H eingesetzt. Die Typen unterscheiden sich grundsätzlich lediglich in der Steigung der Spannuten. Die Steigung beeinflusst jedoch den Keilwinkel und somit auch insbesondere die Stabilität des Schneidkeils. Für harte Werkstoffe, also Typ H, haben wir eine geringe Spannutensteigung, somit einen größeren Keilwinkel und einen sehr stabilen Schneidkeil. Bei Typ-W-Bohrern haben wir eine sehr große Spannutensteigung, daher einen kleinen Keilwinkel und einen weniger stabilen Schneidkeil. Das war's mit dem Video zu den Basics der Spiralbohrertypen und dem dazugehörigen Aufbau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat geholfen, die verschiedenen Bohrertypen und dessen Anwendungsgebiete besser zu verstehen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Bohrer ihr für welche Anwendungsfälle nutzt. Falls dir das Video gefallen hat, drückt gerne unter diesem Video auf Gefällt mir. Und falls du die nächsten Videos nicht verpassen möchtest, abonniere gerne unseren Kanal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Felix.